Grüß Gott, ich bin getaggt worden von Aniki04. Den Kanal verlinke ich euch unten mal in die Infobox. Es geht heute um den Tag, die 5 schönsten Buchtitel. Ich habe vor einiger Zeit ja schon mal dieses Video gedreht über die 5 schönsten Buchcover. Das findet ihr unter dies und das in meinem Kanal. Heute geht es, wie gesagt, um die Titel, um die schönsten. Ich fange an mit einem Buch. Das hat nicht wirklich einen schönen Titel, aber einen Titel, der mich sehr anspricht. Und zwar geht es um Der verliebte Teufel von Jacques Cazotte. Es geht in dem Buch, ist ein altbekanntes Erzählmotiv, um den Teufel, der in Gestalt einer schönen Frau auf die Welt kommt und einen Mann betört und ihn nach und nach in den Abgrund stürzt. Das ist so ziemlich kurz der Inhalt dieses Buches. Die Geschichte ist schon sehr alt. Dementsprechend der Schreibstil auch, aber hier soll es ja nicht um das Buch gehen, sondern um den Titel Der verliebte Teufel von Jacques Cazotte ist einer dieser Titel, die mir persönlich sehr gut gefallen. Das zweite Buch trägt den schönen Titel Was geschah mit Schillers Schädel? Alles, was Sie über Literatur nicht wissen. Es handelt sich bei diesem Buch von Rainer Schmitz um ein Lexikon, um ein Literaturlexikon, und darin findet ihr alle möglichen Kuriositäten, Wissenswertes und eher eigentlich unnützes Wissen über Literatur, eben unter anderem, was mit Schillers Schädel geschah. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut euch dieses Buch an. Es ist definitiv zu umfangreich, als dass ich das jetzt hier in einer Minute kurz vorstellen könnte. Ich verlinke aber alle Bücher, die ich hier kurz vorstelle, mal in die Infobox. Bei Interesse einfach mal einen Blick drauf werfen. Was geschah mit Schillers Schädel? Das dritte Buch, das ich jetzt vorstelle, ist von Edeltraud Eckert, Jahr ohne Frühling. Das ist auch kein Roman, das ist ein Buch mit Briefen und Gedichten von Edeltraud Eckert. Und zwar geht das darum, 1950 ist Frau Eckert in Potsdam zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Sie ist von ihrem Mann getrennt worden und hat an ihn eben Briefe geschrieben und über 100 Gedichte, ich glaube 101 Gedichte verfasst. Und die findet man hier drin. Im Zusammenhang mit dem Inhalt ist der Titel Jahr ohne Frühling für mich ganz besonders schön. Wenn ihr das Buch gelesen habt, wisst ihr warum. Von Ota Pavel, das Buch Der Tod der schönen Rehböcke. Ich zeige das einmal ganz kurz in die Kamera hier. Das ist nicht nur ein sehr schöner Titel, wie ich finde, sondern auch ein sehr, sehr schönes und empfehlenswertes Buch. Wenn ihr da Interesse dran habt, stelle ich das gerne mal später in dem Video vor. Ich lese einfach mal ganz kurz vor, um was es geht. Der Tod der schönen Rehböcke ist eine rührende Liebeserklärung an Papa Leo Popper, den weltbesten Verkäufer von Staubsaugern, Kühlschränken und Fliegenfängern. Den Verehrer der schönen Frau Irma, den gewitzten Karpfen- und Kaninchenzüchter, der selbst die deutschen Besatzer übers Ohr haut. Der Tod der schönen Rehböcke von Ota Pavel. Das fünfte und letzte Buch ist ein Buch aus dem Genre Reiseliteratur. Die wundersamen Irrfahrten des William Lithgow, geschrieben von William Lithgow selbst, und zwar im 17. Jahrhundert, und herausgegeben von Roger Willemsen. Es geht in aller Kürze eben darum, dass Lithgow, ich glaube im Alter von 21 Jahren, im Jahre 1603 sich zu Fuß auf den Weg gemacht hat, weite Teile der Welt zu bereisen, und das ist sein Reisebericht. Man sagt ihm nach, er wäre so der erste Pauschaltourist gewesen, weil er mit Pauschalurteilen immer ziemlich schnell bei der Sache war. Sehr humorvolles Buch, finde ich. Und ein schöner Titel, Die wundersamen Irrfahrten des William Lithgow. So, das waren meine 5 Titel. Ein paar davon werdet ihr gekannt haben, ein paar vielleicht nicht, ist ja auch egal. Jetzt möchte ich auch noch jemanden taggen, und zwar tagge ich die Steffi, die Steie. Steffi, ich würde mich freuen, wenn du mitmachst. Dann haben wir mal wieder ein Video von dir. Und ja, das war's von mir jetzt. Ich bin raus. Ihr seid im Bild. Macht's gut. Ciao.